Also wir sind hier im Goethe-Institut im Augenblick in New York City und es gibt hier ein großartiges Screening von Sam Saxon und auch eine großartige Publikumsdiskussion. Es war ausverkauft, es haben sogar Leute draußen gewartet, um noch reinzukommen, die gar nicht mehr reinkamen. Also wir sind sehr begeistert von der Rezeption hier. Tolle Sache für uns alle. So, wir haben eine Wahnsinnswoche hinter uns. Wir haben jetzt gerade hier unseren Abschluss gefeiert, kann man schon sagen, in New York, im Goethe-Institut. Es war ausverkauftes Haus. Es gab eine wahnsinnig lebendige Diskussion. Wie immer, große Emotionen. This week was an opportunity to share the Sam story to US audiences, but share a story amongst academics. And it's been an opportunity to engage with the community in a very meaningful way and showing that the Sam story is relevant, you know, not just as a local German story, but a story that could really transcend barriers and lines and borders. Ich glaube, diese Woche wird für immer bei mir in Erinnerung bleiben. Jetzt ein einzelnes Highlight hervorzuheben, ist ganz, ganz schwierig. Eine Sache, die ich aber definitiv ganz, ganz doll mit nach Hause nehme, ist die Kraft von Geschichten, die universelle Gültigkeit von guten Geschichten. Aber was hier jetzt nochmal passiert ist, ist auch nochmal ganz besonders. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten für schwarze Menschen in Amerika, sich selber wiederzusehen. Aber jetzt hier so den Menschen zu begegnen, dass auch diese Menschen, die ja eigentlich scheinbar bedient sind, so mit dieser Geschichte was anfangen können und sich da so verbunden zu fühlen, das war wahnsinnig besonders. Ich muss schon sagen, ich glaube, mein Highlight ist New York, weil New York einfach eine unglaubliche Stadt ist. Wir hatten heute ein absolut volles Haus. Mein allergrößtes Highlight ist, glaube ich, dass wir Rose von der Black German Heritage Society kennengelernt haben, die uns hierher eingeladen hat. Ich finde, sie hat uns einfach gezeigt, dass diese Geschichte des Afrodeutschseins nicht nur eine lokale Geschichte ist, sondern auch eine Geschichte ist, die Afrodeutsche in der ganzen Welt berühren kann, weil es eine Geschichte ist, die sozusagen über diese Kontinente sich spannt und dass sie hier total viel bedeutet. Und dadurch sehe ich die Serie auch nochmal in einem ganz tollen und neuen Licht. Mein Fazit ist eigentlich, dass je weiter Integration fortgeschritten ist, also je mehr Leute mitreden dürfen, je mehr Leute am Tisch sitzen, desto größer sind auch die Konflikte, die aufkommen. Und wir müssen einfach offen bleiben, wir müssen diskutieren können, wir müssen streiten können, weil nur so in diesem Austausch, in der Diskussion, im Streit finden wir Lösungen, dass wir irgendwie alle gemeinsam leben können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Und ich habe selber eine ganze Menge gelernt hier auf dieser Tour. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch was mitnehmen könnt. I've never been happier in all my life. To all these beautiful black Germans making me proud. My next generation, oh my God, thank you. That's all I have to say.